Natascha hat mir einen falschen Brief untergeschoben. Und dann hat sie dich gezwungen, mit ihr zu schlafen, ja? Und warum regst du dich dann so auf? Dein dummes Gucken wird dir schon noch vergehen. Und wenn du glaubst, die letzte Zeit auf Friedenau hat deinen Nerven geschadet, wenn ich mit dir fertig bin, dann wirst du dich nach dieser schönen Zeit zurücksehen. Daniel, ich kann nicht vergessen, dass du was mit ihr hattest. Es ist aus. Ich schwöre dir, das mit Natascha, das war nur ein blöder Ausrutscher. Na klasse. Und jetzt soll ich so tun, als ob nichts gewesen wäre? Ich konnte doch nicht wissen, dass sie den Brief gefälscht hat. Daniel, darum geht es nicht. Nach unserem ersten Streit direkt mit einer anderen ins Bett zu gehen, das ist voll daneben. Ich hab geglaubt, du hast dich von mir getrennt. Du hättest wenigstens mit mir sprechen können. Okay, du hast recht. Was soll ich denn noch sagen? Es gibt nichts mehr zu sagen. Das mit uns beiden, das funktioniert einfach nicht. Gabriella. Daniel, es geht nicht. Es tut mir leid. Das ist ja der Gipfel. Du drohst uns? Denkst du, ich lasse mir alles gefallen? Das sagst ausgerechnet du, nach allem, was du uns angetan hast. Wer hat mich denn bei der Polizei angeschwärzt mit diesen lächerlichen Unterstellungen? Mir machst du nichts mehr vor. Das ist doch eine nächste Intrige. Christoph, es redet diese Frau. Leidet sie wieder unter paranoiden Anfällen? Ich warne dich. Trau dich ja, nicht in die Nähe meiner Tochter zu kommen. Sonst... Barbara, bitte beruhige dich. Danke, dass du mich vor dieser Wahnsinnigen schützt. Clarissa, geh jetzt. Vielleicht hast du recht. Wer weiß, wozu sich deine Frau sonst noch hinreißen lässt. Warum gerade eine Braut? Ganz einfach. Die Braut ist das Symbol für die Grundidee der ganzen Kampagne. Und was ist diese Grundidee Ihrer Meinung nach? Nun ja, Ihr Unternehmen steht für klassische Wertmaßstäbe. Und gleichzeitig ist die Kampagne modern und hat Witz. Wenn ich das richtig sehe, soll meine Firma gewissermaßen eine Braut sein, die der Kunde heiratet. Genau. Mit der er den Bund fürs Leben schließt. Was ist mit den weiblichen Kunden? Müsste es für die nicht eher ein Bräutigam sein? Ihre Kundinnen werden sich automatisch mit der Braut auf dem Foto identifizieren. In diesem Fall ist dann Ihre Firma der Bräutigam. Wer garantiert mir, dass die Kunden auch die richtigen Schlüsse ziehen? Ich. Es wäre nicht meine erste erfolgreiche Werbekampagne. Na gut. Ich werde mir das alles noch mal durch den Kopf gehen lassen. Aber wir müssen noch irgendetwas gegen Sie unternehmen. Wir können nur eins tun. Uns nicht auf Ihr Spiel einlassen. Barbara, wann merkst du endlich, dass deine Strategie nichts bringt? Ich werde mich nie auf das Niveau dieser Verbrecherin begeben. Stattdessen legst du lieber die Hände in den Schoß und lässt Clarissa deine Tochter terrorisieren, ja? Natürlich nicht. Es geht doch gar nicht um Kathi. Kathi ist für sie nur Mittel zum Zweck. Sie will Friedenau. Dann gebt ihr doch das verdammte Schloss. Aber verstehst du das nicht? Das hier ist kein alter Kasten. Es ist der Stammsitz meiner Familie. Henning, bitte. Das bringt doch nichts. Ich muss hier raus. Ich brauche frische Luft. Mama, warte! Wo willst du denn hin? Warum ist Barbara so stur? Vergiss nicht, sie hat sehr viel durchgemacht. Ja, aber gerade deshalb muss sie doch begreifen, dass es so nicht weitergeht. Wir müssen etwas unternehmen. Es ist unmöglich.
kann doch nicht dein Ernst sein. Ich habe Barbara mein Wort gegeben. Du lässt dir Clarissas Unverschämtheiten bieten? Auf Friedenau wird sich vermutlich in nächster Zeit einiges ändern. Und dann möchte ich ein paar kleine Umbauten in meiner Suite vornehmen lassen. Umbauten? Warum besuchst du mich nicht einfach wieder mal? Dann besprechen wir das an Ort und Stelle. Im Moment ist das ganz schlecht. Mein Terminkalender, randvoll. Oh, schade. Und was ist mit deinem Mitarbeiter? Ich werde nachher mit ihm darüber sprechen. Ja? Herr Kleinschmidt? Ach ja? Und wie haben Ihnen die Entwürfe von Frau Sander gefallen? Tatsächlich. Na, wie Sie wollen. Sie werden schon Ihre Gründe haben. Wiederhören. Was sagst du eigentlich dazu, dass Erika momentan sehr aktiv in der Lesbenbewegung ist? Ist sie das? Du weißt es gar nicht? Sie ist sehr beschäftigt mit einer PR-Kampagne für die gleichgeschlechtliche Ehe. Erika weiß, was sie tut. Werbung ist ihr Job. Ich find's schon ein bisschen übertrieben. Wie kommt denn ihre plötzliche Wandlung? Da musst du sie schon selbst fragen. Ist es wegen dir? Clarissa, was soll das, hm? Das ist nicht so schwer. Vergiss nicht, Philipp bei mir in Friedenau vorbeizuschicken. Wiedersehen, Philipp. Gabriela, ja, was machst du denn hier? Hallo, Arno. Könntest du mir vielleicht deinen Hausschlüssel leihen? Hast du deinen verloren? Nein, ich habe meine Tasche in der Kneipe liegen lassen. Ah, wunderbar. Dann hol sie doch dort. Warum tust du das nicht? Weil ich... Weil? Ach, komm. Setz dich. Komm, ganz ruhig. Erzähl, was ist passiert? Hallo, Erika. Hi. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Oh, hallo, Schatz, ist ja toll. Gib her. Nein, ersten Kuss. Wie war es in der Redaktion? Ja, die waren alle total begeistert. Nur Lob und Zustimmung. Ist ja auch klar, die Fotos sind toll geworden. Und wo stellen wir das hier hin? Wie wär's denn da drüben? So? Okay. Ja. Und wie ist es mit Kleinschmidt gelaufen? Kennst doch solche Männer, verstecken sich immer hinter der perfekten Fassade des Geschäftsmannes. Nur keine Gefühle zeigen. Was hat er denn gesagt? Dass er noch Bedenkzeit braucht. Sander? Clarissa? Ja, natürlich. Ja, ich bin in den nächsten 2 Stunden zu Hause. Ja, klar können Sie vorbeikommen, okay? In Ordnung, bis dann. Merkwürdig. Das kann er mir doch selber sagen. Um wen geht es denn? Kleinschmidt? Mhm. Er hat gerade Clarissa von seiner Entscheidung in Kenntnis gesetzt. Jetzt muss sie mich ganz dringend sprechen. Glaubst du etwa, sie macht ihre Drohung wahr und zieht ihr Geld aus deiner Agentur ab? Ich hoffe nicht. Sag mal, wie klappt's eigentlich mit dem Polizisten in Zivil, der dich begleitet? Es nervt mich einfach, dass der Typ auf Schritt und Tritt hinter mir her ist. Clarissa hat Angst bekommen und hält sich jetzt zurück, aber ein Risiko bleibt natürlich immer. Ach, da seid ihr. Ich habe euch gesucht. Ist was passiert? Nein, ich war im Park. Ich habe noch mal über alles nachgedacht. Mach dir keine Gedanken. Barbara, ich werde dafür sorgen, dass Clarissa uns nicht weiter belästigt. Und ich habe doch jetzt einen Beschützer. Clarissa wird mich bestimmt nicht weiter erpressen, jetzt, wo die Polizei eingeschaltet ist. Es geht mir nicht um die Erpressung. Ich glaube auch, dass sie sich das jetzt nicht mehr traut. Worum geht es dir dann? Ich kann auf Friedenau nicht mehr leben. Was meinst du denn damit? Ich gehe weg von hier. Ich hoffe, ihr lasst mich nicht allein. Ich verstehe nicht, wer das machen konnte. Wie hättest du denn reagiert, wenn er dir einen Abschiedsbrief geschrieben hätte?
Ja, jedenfalls wäre ich nicht mit dem Nächstbesten ins Bett gesprungen. Hat er dir nicht gesagt, dass das mit dieser, wie heißt sie, Natascha, ein Ausrutscher war, dass es ihm leid tut? Arno, ich kann ihm nicht verzeihen. Wenn man jemanden wirklich mag, dann sieht man ihm schon mal den einen oder anderen Fehler nach. Und wie ist das bei dir und Erika? Hast du ihr verziehen? Das kannst du nicht vergleichen. Warum nicht? Erika hat sich entschieden. Eindeutig. Daniel hat geschwankt und dann wollte er doch offensichtlich nur noch dich. Ja, das sagt er. Glaubst du ihm nicht? Mann, ich weiß nicht, was ich glauben soll. Was sagt dir dein Gefühl? Ich vermisse ihn. Also? Was ist wichtiger? Dein Gefühl oder dein verletzter Stolz? Wenn Clarissa dich zu irgendetwas zwingen will, dann schmeiß ihr doch das blöde Geld vor die Füße. Wir schaffen es auch ohne diese Ziege. Wenn das nur so einfach wäre. Es ist so einfach. Ich liebe dich. Und solange wir beide zusammen sind, kann uns nichts passieren. Nina? Was ist denn? Komm mal her. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, überhaupt nicht. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Möchten Sie was trinken? Ein Glas Wasser, bitte. Ich mach das schon. Das Foto. Sehr originell. Ja, Frau Sander, ich habe eine Nachricht für Sie von Herrn Kleinschmidt. Das sagten Sie bereits am Telefon. Kleinschmidt hat zugesagt. Er fand Ihren Brautentwurf nun doch ganz nett. Danke. Das hatte ich eigentlich auch nicht anders erwartet. Das sah am Anfang ganz anders aus. Fast hätten Sie durch Ihre Lesbenkampagne den Auftrag verloren. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Es wäre besser, wenn Sie sich künftig an meine Ratschläge halten. Sie haben zwar Geld in meiner Firma, aber die Unternehmensführung liegt immer noch bei mir. Ich will nicht länger stören. Bis bald. Allerdings werde ich es nicht noch einmal dulden, dass Sie mit Ihrer Selbstverwirklichung die Agentur gefährden. Und was ist, wenn wir nicht wegziehen? Was heckt sie sich dann aus? Wen von uns nimmt sie sich dann ins Visier? Denk noch mal in Ruhe darüber nach. Wir dürfen nichts überstürzen. Denn genau das will Clarissa. Deswegen sollten wir Friedenau verlassen, bevor sie endgültig unsere Familie zerstört. Du verlangst sehr viel von uns. Ich weiß, dass du sehr in Friedenau hängst. Aber diesmal geht's um unser aller Glück. Ich kann ja deine Gründe nachvollziehen. Ich wäre schon sehr traurig, wenn wir wirklich wegziehen müssten. Aber wenn ihr geht, dann komme ich natürlich mit. Könntest du ohne mich leben? Nein. Barbara, natürlich nicht. Lass uns hier weggehen. Irgendwohin. Hier haben wir keine Zukunft. Oh, komm, jetzt ist es genug mit Clarissa. Ich kann den Namen schon nicht mehr hören. Gut, dann planen wir jetzt deine Karriere als Supermodel. Sehr witzig. Bitte. Danke. Ich als Model? Mhm. Obwohl mir die Session schon Spaß gemacht hat. Das hast du auch echt gut drauf. Oh. Quatsch, ich habe doch gar nichts gemacht. Eben. Sich bei so einer Session ganz natürlich zu bewegen, ne? Darauf kommt's an. Weißt du eigentlich, dass ich sehr stolz auf dich bin, dass du diese Kampagne machst? Hey, danke. Und dabei hatte ich bis vor kurzem noch keinen blassen Schimmer davon. Du lernst eben in einem Affentempo. Das verdanke ich dir, weil du so offen damit umgehst, dass du lesbisch bist. Ja, aber das war nicht immer so. Vor 10 Jahren hätte ich mich das nie getraut.
Hoffentlich wird das für mich auch mal so selbstverständlich. Vielleicht ist deine Kampagne ja so erfolgreich, dass sie schon bald die Homo-Ehe einführen. Dann heiraten wir, ja? Soll das ein Antrag sein? Warum nicht? Ja, ich werde drüber nachdenken. Du wirst was? Okay, okay, okay. Dann schaue ich mich eben nach was anderem um. Oh, das steht. Liebes, ich bin noch in die Stadt. Oh, ich komme mit runter. Ich muss noch die Kneipenabrechnung machen. Und die Unterlagen sind im Auto. Mhm. Auf dem Rückweg gehe ich noch was einkaufen. Ich will uns nämlich zur Feier des Tages was ganz Leckeres kochen. Oh, einverstanden? Natürlich. Wie wär's denn schon mal mit der kleinen Vorgeschmack? Familientreffen. Glückwunsch. Du bekommst, was du wolltest. Wovon redest du? Wir verlassen Friedenau. Du scherzt. Hat sie wieder eine ihrer Anfälle? Auch wenn du noch so niederträchtig bist, du provozierst mich nicht mehr. Ist das wirklich wahr? Ich meine, dass ihr ausziehen wollt. Wohin soll die Reise denn gehen, wenn ich fragen darf? In die Stadt? So weit weg, dass wir vor dir sicher sind. Es ist wirklich schade, dass ihr auszieht. Immerhin haben wir doch sehr viel Spaß miteinander gehabt. Lass bitte deinen Zynismus. Und lass meine Tochter ein für alle Mal in Ruhe. Fängst du denn schon wieder damit an? Ich habe mit dieser angeblichen Erpressung nicht das Mindeste zu tun. Es ist völlig sinnlos, mit dieser Frau zu reden. Ich kann deinen Anblick nicht mehr ertragen. Komm, Mama, wir gehen nach oben. Arme Barbara. Ob sich ihr Zustand jemals bessern wird? Vielleicht solltet ihr auf eine einsame Insel fahren. Etwas Seeluft und Ruhe, das bewirkt manchmal Wunder. Ist das dein Ernst? Das kannst du doch nicht machen, Christoph. Reg dich doch nicht auf. Wir können doch noch mal in Ruhe darüber reden. Reden? Wozu denn noch reden? Ihr beide habt euch doch längst entschieden und ich kann mich damit abfinden. Vielleicht brauchst du sie noch. Ja. Schöne Musik. Hör ich gerade auch ziemlich oft. Mhm. Ich wollte nicht stören. Ich zieh dann mal weiter. Okay. Mach's gut. Du auch. Ja? Frau Ryan? Ja. Ihre Mutter ist soeben eingetroffen. Meine Mutter? Ja, aber wie meinen Sie? Okay, danke. Danke. Oh, Scheiße. Liebes? Mama. Oh, Kind, ich freue mich so, dich zu sehen. Oh, mein Schatz. Komm, lass dich anschauen. Ja. Oh, offenbar geht's dir blendend. Mhm. Du siehst aber auch gut aus. Wie lange haben wir uns jetzt nicht gesehen? Puh, ich glaube schon fast 3 Jahre. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Ja. Wir müssen uns öfter treffen. Mhm. Ja. Du hast eine tolle Wohnung. Sag mal, wann bist du denn angekommen? Heute Morgen. Und warum hast du mich nicht angerufen? Ich wollte dich überraschen. Ach so. Außerdem habe ich vorhin auf deinen Anrufbeantworter gesprochen. Oh, den habe ich noch nicht abgehört. Wir haben uns ja auch so getroffen. Ja. Oh, entschuldige, willst du was trinken? Nein, im Moment nicht, danke schön. Später vielleicht. Jetzt erzähl erst mal. Ich
bin so gespannt zu hören, wie es dir geht. Mama, bitte. Wissen Sie, Philipp, Arno ist manchmal etwas, tja, wie soll ich sagen, schwerfällig. Bevor er anfängt, Verdacht zu schöpfen, da müsste schon eine Menge mehr passieren. Er meinte nur, ich sollte mir Ihre Suite mal anschauen. Er glaubt wirklich, Sie wollen hier umbauen lassen. Ja, so wie es aussieht, werden mein Ex-Mann und sein Anhang hier tatsächlich ausziehen. Das wäre natürlich eine schöne Gelegenheit, Friedenau neu zu gestalten. Ihre Suite oder das ganze Schloss? Interessante Idee. Sie haben recht, warum nicht gleich das ganze Schloss? Vom Brandnerbau, natürlich. Natürlich. Und Sie machen alle Planungen und Entwürfe. Nur zu gern. Das wäre endlich mal ein spannendes Projekt. Warum ziehen der Graf und seine Familie eigentlich von hier weg? Ach, das ist eine lange Geschichte. Ah. Danke. Hat der Besuch der Polizei bei Ihnen etwas damit zu tun? Ja und nein. Barbara von Anstetten bildet sich ein, ich würde ihre Tochter erpressen und somit versuchen, die ganze Familie von Friedenau zu vertreiben. Absurd, nicht wahr? Die Erpressung oder die Vertreibung? Die Erpressung natürlich. Ich weiß wirklich nicht, wem ich diesen schlechten Scherz zu verdanken habe. Schade. Ich würde mich da gerne anschließen. Was haben Sie damit zu tun? Ganz einfach. Wenn der Graf Friedenau verlässt, kann ich mit einem interessanten Auftrag rechnen. Sie haben recht. So hätten wir beide was davon. Das wäre eine erste Spur, um zu beweisen, dass Clarissa zu diesem Zeitpunkt schon verheiratet war. Machen Sie genau da weiter, ja? Und wenn Sie etwas Neues wissen, rufen Sie mich sofort an. Gut. Auf Wiederhören. Nun sag schon. Was meinst du? Wie sehr du es missbilligst, dass ich etwas gegen Clarissa unternehme. Weißt du, ich habe mir die ganze Sache noch mal durch den Kopf gehen lassen. Heißt das, Barbara und du, ihr habt euch anders entschieden? Na, Barbaras Entschluss steht fest, daran wird sich nichts ändern, aber mir ist klar geworden. Ja? Ich kann nicht weg von Friedenau. Mach weiter gegen Clarissa. Meine Rückendeckung hast du. Es hat immer viel Spaß gemacht, aber irgendwann hatte ich einfach die Nase voll vom dauernden Reisen. Naja, irgendwann sehnt sich jeder nach sowas wie einem Nest. Mhm. Ja, ich hatte das Gefühl, ich brauche dringend ein Zuhause. Und das hast du hier gefunden? Ja, ich habe Freunde, einen Job und diese Wohnung. Die Wohnung ist wirklich toll. Ist hier nicht ein bisschen teuer? Ach, es geht. Mama, was hältst du eigentlich von einem Stadtbummel? Hm? Also, wenn ich ehrlich sein soll, nicht viel. Vielleicht morgen. Och, wenn du müde bist, dann kann ich dich doch auch gerne ins Hotel fahren. Wo bist du denn abgestiegen? Nina? Nina? Ja? Ich mal bitte einen der Typen ab. Ja. Sonst runter. Ich hab so lecker eingekauft. Danke dir. Tag. Erika, das ist meine Mutter Elisabeth. Mama, das ist Erika Sander, meine Vermieterin.